Das Spiel kann ich mich noch genau erinnern. Es sah damals so cool aus, aber irgendwie verstand ich nicht wirklich genau, was ich tun soll. Das lag aber wohl vor allem an dem fehlenden Handbuch. Üblicherweise hatte man ja damals eine Sicherheitskopie. Man wurde eben meistens nicht so gut wie heutzutage in die Spiele eingeführt. Aber wie sieht es heute aus? Was taugt der Clou für den Amiga und DOS-PCs heute noch? Das Spiel erschien 1994 für DOS-PCs und dem Amiga und wurde von der österreichischen Firma Neo Software entwickelt und auch veröffentlicht. Im Jahre 2000 erschien das Spiel sogar als Freeware-Version für Linux, da in diesem Jahr der Quelltext veröffentlicht wurde. Eine schöne Kiste. Ein Jahr später erschien sogar 2001 ein Nachfolger. Der war allerdings nicht ganz so gut. Ihr spielt Matt. Der kommt nach London, um dort sein Glück zu versuchen. Der gerät aber schnell in die Unterwelt und will sich mit Einbrüchen hocharbeiten. Das Ziel des Spiels ist im Prinzip einfach. In verschiedenen Leveln müsst ihr spektakuläre Überfälle im Stile großer Kinofilme wie Ocean's 11 erfolgreich durchführen. Man kann es also als eine Art Einbruchssimulation bezeichnen. Bei jedem Bruch müsst ihr dabei erst zwei Phasen überstehen. Zuerst muss natürlich die Vorarbeit erledigt werden und das spielt sich fast wie ein klassisches Adventure. Ihr seht euch die Location an und könnt verschiedene Aktionen ausführen. Das könnt ihr, indem ihr einfach unten die entsprechenden Verben drückt. Ziel ist es natürlich, den Ort unauffällig aufzuspähen und fleißig Informationen zu sammeln. Wann fahren Polizeipatrouillen vorbei? Wann kommen die Angestellten und öffnen den Laden? Welche Werkzeuge braucht ihr? Reicht ein Brecheisen oder gibt es eine gepanzerte Tür und ihr braucht unbedingt einen Schneidbrenner? Dann müsst ihr auch noch einschätzen, mit welchen Werkzeugen ihr auch vernünftig umgehen könnt. Ein Dietrich ist zum Beispiel unauffälliger als ein Brecheisen, benötigt aber logischerweise tiefer gehende Fähigkeiten. Zum Glück müsst ihr bei dem Bruch aber auch nicht alleine agieren und ihr könnt bis zu drei zusätzliche Kumpanen anheuern, die natürlich ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen. So müsst ihr natürlich auch beide Faktoren gut miteinander abstimmen. Zum Schluss müsst ihr natürlich auch noch die Flucht organisieren. Nehmt ihr einen Sportflitzer? Der ist zwar schnell, aber da passt natürlich nicht so viel rein. Also lieber einen Lieferwagen, aber der ist so langsam. Die zweite Phase ist dann die konkrete Planungsphase. Hier seht ihr die Location von oben und müsst genau den Einsatz eurer Bande planen. Hier legt ihr das ganze Vorgehen sekundengenau fest. Wer bricht die Tür auf? Wer hält Wache? Während der Tresor aufgeschweißt wird, kann ja schon mal der andere die Theke leer räumen. Und so weiter. Habt ihr das getan, wird das Ganze dann ausgeführt. Problem ist jedoch, der Plan wird 1:1 befolgt und ihr könnt ihn nicht einfach anpassen, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert. Immer könnt ihr aber jederzeit den Coup abbrechen und euch zurückziehen. Aber auch wenn alles erfolgreich war, seid ihr nicht in Sicherheit. Denn die Polizei untersucht natürlich im Nachhinein den Tatort und die findet eventuell Spuren, die eure unfähigen Kollegen hinterlassen haben. Im Prinzip habt ihr in diesem Spielbereich eine Art Puzzlespiel und ihr seid immer auf der Suche nach dem perfekten Ablauf. Das Ganze ist natürlich im Prinzip Trial and Error. Aber das Spiel motiviert einen immer wieder, den Ablauf dann doch zu optimieren und das zieht einen somit hinein. Das Gameplay sagt mir bis auf ein paar kleinere Sachen sehr zu, da es mal etwas erfrischend anderes ist. Eine dieser kleinen Sachen ist natürlich auch die allgemeine Bedienung, die man heute natürlich einfach anders machen würde. Lässt man sich aber darauf ein, gewöhnt man sich schnell daran. Die Grafik hat für mich diesen guten alten DOS-Spiel-Charme aus dieser Ära. Mir gefällt das Ziel auf jeden Fall sehr und wenn man sich darauf einlässt, ist das Spiel heute durchaus noch ansehnlich. Dieser alte 2D-Pixel-Look ist eben relativ gut gealtert. Der Sound ist ebenso immer passend. Heutzutage natürlich nichts mehr Besonderes, aber stimmig. Was taugt der Clou also heute noch? Ich finde das Spiel immer noch gut spielbar und es gibt heutzutage einfach keine gute Alternative. Die Idee finde ich herrlich und auch die Aufteilung in zwei Phasen ist sehr schön geraten. Eine Neuauflage dieser Spielidee wäre gar nicht mal so schlecht, aber das Original ist immer noch gut spielbar. Natürlich ist es nicht perfekt, aber die paar kleineren Punkte lassen sich eigentlich ganz gut übersehen. Auf moderneren Rechnern kann man es auch noch gut mit DOSBox zocken. Greift hier mal zu, wenn ihr mal ein etwas anderes Strategiespiel zocken wollt. Das war der Test zu der Clou für den PC. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.